Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Montag, ihr wisst Bescheid, Max Out Monday. Der beste Tag in der ganzen Woche. Ich würde jetzt gerne sagen, wir brauchen nur noch 87 Pokémon, die wir maxen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Aber es sind neue Gen 5 Pokémon dazugekommen und das sogar recht viele. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 18 Stück. Das heißt, wir brauchen wieder 105 Pokémon. Nach heute natürlich nur noch 102, aber wir sind 87 sahen nicht so viel aus, oder? Jetzt sind wir wieder über 100, aber ich denke, diese große Welle, das wird es erstmal gewesen sein für eine Weile. Dementsprechend kein Problem. Und von den vielen neuen Sachen ist auch eine Menge regional. Das heißt eh, das dauert noch eine Weile, bis wir die überhaupt haben und maxen können. Denn bis heute habe ich immer noch kein Corazon und Scaraborn, das ich maxen will. Geschweige denn die anderen Gens, also eigentlich nur Gen 1. Aber was wir heute maxen, ist Gen 3 fertig erstmal. Gen 1 haben wir komplett fertig gemaxt. Gen 2 fehlen noch 4 Pokémon, darunter ein Ursaring, von dem ich nicht genug Bonbons habe. Die zwei regionalen, Corazon und Scaraborn und ein Schneckmark, weil ich von dem keinen guten habe. Und deswegen machen wir mit Gen 3 weiter, da fehlt auch nicht mehr so viel. Das werden wir nach Berechnungen Anfang, Mitte Februar fertig haben und dann Gen 4 auch vielleicht so April. Ende April, vielleicht so Anfang Mai, wahrscheinlich sogar auch früher. Und dann sind wir auch schon bei Gen 5. Und das sind dann halt die neuen da. Übrigens, das, was ich hier verwende, ist GoRanger. Damit kann man bestimmte Checklisten zum Beispiel clearen. Noch ein paar andere Sachen. Ich habe mehrere Videos schon dazu gemacht. Aber ich habe hier zum Beispiel meine Checklisten, unter anderem Max Pokémon. Und da sehe ich, das nächste Pokémon wäre Masquerade. Oder Masquerain, wie auch immer der heißt. Leider ziemlich low. Wir sind auch wieder zurück auf 3,6 Millionen EP. Sternstaub, sorry. Nicht EP. Das kann eine Weile dauern. In der Zwischenzeit können wir ein bisschen smalltalken hier. Schreibt wie immer gerne unten in den Kommentare, was ihr heute gemacht habt zum Max Out Monday. Der Max Out Monday verbreitet sich immer mehr und immer weiter. Was mich freut. Maxt eure Pokémon. Nutzt den Staub. Boah, der ist aber echt low. Wir sind noch bei 1. 1 ist halt so das Niedrigste, was geht. Bonbon-technisch, seht ihr? Was ist das überhaupt? Käferflug. Okay. Zumindest passt er noch thematisch ungefähr ein bisschen in das Thema. Letzte Woche hatten wir ja Papinella und Pudox gemaxt. Passend zum Event jetzt mit Shiny Wampe. Aber nur mit Partyhut. Von dem ich übrigens noch keinen habe. Falls ihr einen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt wie immer ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Dann schaue ich mal kurz weiter, was wir noch brauchen. Ninjask, oh, von dem habe ich leider keinen. Aber ich noch ein gutes Linkada. Den kann ich mir auch gerne ertauschen. Explode. Krakelo heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Und die Katze, krass. Dass ich die noch nicht gemaxt habe. Bisschen, warte mal. Okay, den kann ich nicht maxen. 3, 6, 5, den kann ich nicht maxen. 8, den kann ich nicht maxen. 7. 10, den kann ich nicht maxen, 9, 12, 15, den kann ich nicht maxen, 14, 13, 13, 3, ungefähr 4 Wochen, ungefähr einen Monat, also passt. Monat noch, ja, Mitte Februar, wie ausgerechnet, wie geplant, dann sind wir fertig mit Gen 3, oder? Die ich jetzt abgezogen habe, das sind einfach regionale, die ich nicht am Start habe. Wie zum Beispiel Tropius, woher? Feuerschildkröte, Quirtle, woher? Auch Sonnenfell, leider kein. Illumis, leider kein. Und wie gesagt, Ninjask, Ninkada, leider keinen guten. Den Rest kann man noch alles maxen. Und Regigigog, Regi, Eisfirme da von Jedi, leider auch immer noch. Aber da kann ich nichts machen, bis ich einen guten bekomme. Dann haben wir auch schon Gen 4. Aber mehr zu Gen 4 dann demnächst, wenn wir soweit sind. Jetzt erstmal Gen 3 abarbeiten. Und dann Gen 5, oder? Kann man machen. Okay. Ein bisschen Staub ausgeben. Momentan läuft ja Doppelstaub eigentlich. Aber nur fürs Brüten. Ist okay. Mache jetzt nicht so viel Staub wie geplant und ich bin auch nicht so auf Staub machen unterwegs momentan.
Also liegt hauptsächlich da, es gibt viele Faktoren. Aber ein Faktor ist zum Beispiel, dass es viele Zweier-Eier gibt. Und ich habe keinen Bock, meine Superinkubatoren für Zweier-Eier zu verwenden. Und dadurch entsteht so ein Ungleichgewicht, was ich immer brüte. Und deswegen lohnt sich nicht wirklich, die ganze Zeit Sternstück zu zünden. Weil es echt immer hier und da nur ein Einmal ist. Ja, deswegen haben wir jetzt auch nicht so viel Stopp gemacht. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, wir hatten 3,3, als wir aufgehört hatten. Also letzte Woche, das heißt 300.000 ungefähr. Was nicht wirklich zählt, weil wir haben heute durch die Adventure Sync Belohnung. Ich habe nicht 100 Kilometer geschafft, deswegen haben wir keine 90.000, 91.000 irgendwas Sternstopp bekommen, sondern nur 70.000 irgendwas. Was heißt nur, also geschenkt. Einfach ein Sternstück rein und dann absahnen, ist schon sehr nice. Stellt euch mal vor, das würden wir jede Woche bekommen. Puh. Das wäre schmackhaft, auf jeden Fall. Könnte gut sein, dass wir heute unter 3 Millionen fallen. Wir können natürlich auch nur Gen 3 komplett maxen. Und das bis Mitte Februar. Wenn wir zwischendurch auch genug Sternstopp machen. Denn sonst wird das nichts. Mit den restlichen 105 Pokémon, die ich noch maxen muss. Vor allem, wenn alle so low sind wie dieses Geweiher oder Masquerade, wie auch immer da ist. Abgesehen davon, ich mache noch dazu später jetzt noch ein Video dazu, das seht ihr dann morgen. Ist momentan wieder ein bisschen ruhig. Passiert nicht allzu viel. Keine Ahnung, Statement dazu kommt dann noch, wie gesagt. Aber man merkt es, glaube ich, schon, dass es jetzt momentan ein bisschen ruhiger ist. Auch bei mir, YouTube-technisch, videotechnisch. Ich will halt nichts erzwingen. Klar kann ich auf Kampf jetzt irgendwas machen, aber muss nicht unbedingt sein, wenn da halt nichts gerade passiert. Passiert halt nichts. Sag mir nicht, die Bonbons sind zu wenig, weil ich hatte über 300 jetzt. Das ist jetzt... Müsste eigentlich reichen, oder? Wobei, wir sind immer noch bei 10. Alter, sag mir nicht, das reicht nicht. Ich hatte über 300 Bonbons. Wie low war der Kerl? Aber das reicht nicht, Mann. Oh, warte. 12, 12, 12. 15, 15. Erstmal 2, 2, 2, 2. Sehr geil. Das reicht nicht, Mann. Ah, doch, jetzt kommt 15. Okay. Passt. Aber gerade mal so, Alter, wie viel Bonus hatte ich, Mann? 2270. Max, was auch immer. Dann als nächstes der Kollege hier. ID-Check für euch erstmal. Ich glaube, beim anderen habe ich es gar nicht gemacht. Der ist zum Glück relativ hoch jetzt schon. Kostet nicht mehr ganz so viel und nicht mehr ganz so viel Zeit. Und ja, wie höher, desto besser offensichtlich. Wobei auch 6, ja, jetzt 8. Ja. So, so hoch war der aber auch nicht. Heißt er nicht Klarums oder so? Oder Klakelo? Oder Klakelo ist der. Die Stufe davor, glaube ich. Naja. Wir tasten uns wie. Wieder langsam voran. Das Ziel nicht aus dem Auge lassen. Alle Pokémon gemaxt haben. 105 klingt echt wieder voll viel, Mann. Das ist schon ein bisschen demotivierend. Alter, 87 klang nach nichts. Dann 84 heute, boah, das klang echt nach gar nichts. Und jetzt sind es einfach wieder 102 nach heute. Dann nächste Woche 99. Oh Mann, ey. Aber, das heißt auch, dass wir noch eine Weile am Ball bleiben. Sonst wären wir ja schon fertig gewesen. Hätten vielleicht aufgehört. Wer weiß. Und letzter Push. 2, 3, 4, 7. Das nächste wäre. Habe ich den schon entwickelt? Warte mal. 1, 1, 9, 6. Ist der höher als 1, 1, 9, 6? Ich entwickle mal den. Wenn der höher ist als 1196, dann wird der natürlich gepusht.
Und... Oh ja, der ist höher. Und IV-Check für euch. Bam. Power up. Also, erstmal die zwei noch streichen von der Liste. Explode der Carry. Nice. Oh, ich glaube, wir bleiben sogar noch über 3 Millionen. Stabil. Ein Ziel immer näher, deswegen freue ich mich auf jeden Montag. An sich könnte ich auch einfach direkt alles maxen. Einfach jetzt 2 Millionen ausgeben, aber das wäre natürlich nicht so spannend. Wir müssen ja unseren Content verteilen über die Zeit und die kommenden Tage und Monate und Wochen. Ah ja, easy. Also erstmal, der ist extrem low. Aber... Also erstmal, der ist so low, dass er die unterste Liga mitspielen kann. Das bei Max 100. Das heißt, falls er irgendwann mal in der Liga gut ist, braucht jeder ein 100 davon. 14,96. Und das war's auch für heute mit dem Max Out Monday. 3 Gen 3 Pokémon gemaxt. Es fehlen jetzt nur noch 102. Ja, 102 Pokémon. Bis ich fertig bin mit meinem großen Ziel, jedes Pokémon einmal gemaxt zu haben. Lucky Pokémon fehlen noch. Lucky Shiny natürlich. Müsste ich aktualisieren. Ich habe in letzter Zeit ein paar Lucky Tausche gemacht. Ein paar Shiny Lucky Tausche, deswegen. Da steht noch 73, aber ich glaube, das ist nicht aktuell. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.